Bestimmt kennen Sie die Meldung aus dem Verkehrsfunk. Bitte bilden Sie eine Rettungsgasse. Die Frage ist nur, wie genau macht man das? Ja, ich fahre also entweder äußerst links oder also so weit wie möglich zur rechten Seite. Ja, rechts und links ranfahren. Ja. Und wenn es 3 Spuren sind oder 4? Dann auch. Eine links, eine rechts. Und was ist, wenn es 3 oder mehr Spuren sind? Trotzdem nach außen fahren. Und welche bleibt auf der anderen Seite? Das ist eine gute Frage. Na, alle Autos, die rechts stehen, fahren rechts an den Rand. Alle Autos, die links stehen, fahren links an den Rand, sodass genau. Die Mitte frei ist für die Rennen. Und bei 3 oder mehr Spuren? Dann fährt die linke Spur nach links und die beiden rechten nach rechts. Eine Rettungsgasse wird gebildet, indem die Fahrzeuge auf der linken Fahrspur an den linken Fahrbahnrand fahren und die Fahrzeuge auf den rechten Fahrspuren an den rechten Fahrbahnrand, unabhängig davon, wie viele Fahrspuren existieren.